Wow. Ich meine, ich muss ja jetzt irgendwie davon ausgehen, dass ich das gebaut habe, oder? Damn. Okay, hier geht's anscheinend rein. Es geht nicht runter. Ach, ein Traum. Es geht nur nach oben. Okay, nach oben gehe ich auch irgendwie viel, viel lieber als nach unten. To be honest. Ein weiteres Buch. Bestimmung. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich bereit dafür bin, aber... Let's go. Was habe ich mir zu sagen? Ich komme gerne hierher und lasse meine Gedanken etwas schweifen, obwohl ich gerade natürlich bedeutend Wichtigeres zu tun hätte. Ich dokumentiere absolut alles, was ich tue, wohin ich gehe, was ich denke. Vor allem natürlich im Hinblick auf meine Forschung. Doch dieser Ort hier bleibt mein Geheimnis. Ich bin zwar gut aufgehoben in meiner riesigen Stadt, der Ort, an dem ich mich seit Anbeginn der Zeit hingezogen gefühlt habe. So viele Seelen haben dort gebaut, so viele Seelen haben dort gelebt. Ich sollte mit ihr vertraut sein, jeden Stein kennen. Doch ich fühle mich dort zugleich heimisch und verloren. Voller Mut und Tatendrang und doch verlassen und allein. Falls ich das hier finden sollte und mich nicht erinnere, dann lass dich von deinem Gefühl zu dem Ort ziehen, falls du es nicht schon längst getan hast. Du wirst dort alles finden, was du brauchst. Nahrung, Ausrüstung, Schutz. Und vor allem eines, Wissen. Begebe dich ins Labor, der Weg sollte klar erkennbar sein. Auf den Berg, durch die Pilze, in den Wald. Du wirst es erkennen. Das Labor haben wir so konzipiert, dass es allen Angriffen standhält. Sogar dem der Zeit. Es ist unsere einzige Hoffnung. Und vergiss natürlich nicht, dich auf der Ahnentafel zu verewigen. Und gedenke denen, die vergaßen. Trage deinen Teil zu unserer Bestimmung bei. Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen. Was für eine Ahnentafel. Und was für ein Ort. Also das Labor, da haben wir schon mal was von gelesen. Der eine Typ, der ja wahrscheinlich ja ich war, der wollte ja auch ins Labor. Auf den Berg, durch die Pilze, in den Wald. Du wirst es erkennen. Ein scheiß Erkenntnis. Naja gut, das wäre ja auch mal was Neues, wenn unser Boy hier irgendetwas erkennen würde. Also was mich natürlich maximal verwirrt, ist, dass ich mich zu dem Ort ziehen lassen soll. Da werde ich Schutz finden und Ausrüstung, Nahrung und Wissen. Der Ort, an dem ich mich hingezogen gefühlt habe, der ist, wo ist der Kompass? Da hinten, da wo meine Burg steht. Und da war nichts. Da war absolut gar nichts war da. Da hast du zur Abwechslung mal recht. Wir haben ja schon festgestellt, dass ich mich immer wieder nach dem Vergessen zu diesem einen Ort hingezogen fühle. Aber bis auf einen verschütteten Keller und eine alte Ruine oben am Berg haben wir dort irgendwie noch nichts gefunden. Er schreibt dir so, als wäre da eine riesige Stadt oder sowas. Aber da ist ja faktisch nichts. Ich meine, da war nichts. Wovon spreche ich in diesem Buch? Und wo ist Columbus? Da es gerade Nacht geworden und ich sowieso auf Achse war, habe ich die Chance genutzt, nochmal ein paar Level zu farmen. Auf in den freaking Kampf. Let's go. Stopp. Was geht denn hier ab, Mann? Das sind doch nur ein paar Zombies. Jetzt halt mal den Ball flach und hebe deine Möchtegern-Edits für richtige Kämpfe auf. Also, ich habe dann hier auf jeden Fall eine Weile rumgekämpft. Jungs, macht ruhig. Jungs! Eine Stunde später. Natürlich. Gewitter. Natürlich. Zwei Stunden später. Wo ist Columbus? Und? Drei Stunden später. Leute, ich will nicht sagen, dass wir ein Problem haben, aber wir haben ein klitzekleines Problem. Sechs Stunden später. Boah, es wird langsam wieder hell, Freunde. Es wird langsam wieder hell. Drei Wochen später. Ist hier viel Geschiss, Mann. Viele Monate später. Oh, wie viel hier immer noch spawnt. Was ist das hier für ein ewiger Kampf? Oh, der Himmel klart sich auf. Oh.
Endlich. Guck mal übrigens, wie geil die wegfliegen. Ist schon nice. Eigentlich will ich ja irgendwie so ein bisschen auf eine Zweihandwaffe umschwenken. Aber dieser Knockback macht schon Spaß. Mein Vorhaben, hier noch weiter die Gegend zu erforschen, wurde leider durch mein zum Bersten volles Inventar gestoppt. Ich entschied mich also erstmal für einen taktischen Rückzug, um die Beute und die ganzen neuen Informationen nach Hause zu schaffen. Doch auf dem Weg stolperte ich noch über Folgendes. Mein Inventar ist voll. Ich will nicht noch irgendwas erforschen. Ich will nach Hause. Hallo? Was ist denn... Was zur Hölle? Das sieht so ein bisschen aus, als wäre jemand hier, weiß ich nicht, geflohen vor irgendwas. Hat sich hier irgendjemand verschanzt, versteckt vor irgendwas? Sieht irgendwie danach aus, ne? Was ist hier passiert? Oh shit, ich weiß, was hier passiert ist. Wir sollten so schnell es geht hier weg und nie wieder zurückkehren. Ich sammle meine Gedanken erstmal und zeige euch dann gleich, was hier passiert ist. Gut, egal. Es ist etwas, was ich gerne wann anders rausfinden würde. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne nach Hause. Ich will mein Bettchen, ich will mein Inventar sortieren, ich will mein Gehirn sortieren und ich will Columbus finden. Ich würde ja sagen, der ist tot. Aber, das hätten wir ja gesehen. Das würde ja im Chat auftauchen. Wo warst du? Columbus, guck mich an. Wo warst du? Wir werden es nie erfahren. Auf dem Heimweg hatte ich dann noch zwei Begegnungen. Eine schöne und eine etwas unschöne. Ein Slime. Was droppst du denn da? Oh mein Gott. Sorry, ich habe mich vor dir erschrocken, Columbus. Sorry. Race Powder. Nice, das ist voll geil. Die tragen immer irgendein random Item anscheinend in sich drin. Jetzt haben wir einfach drei Blaze Powder. Wie geil ist das denn bitte? Ja, da bleibt wohl jetzt nur noch die unschöne Begegnung. Ich muss aber später auf jeden Fall nochmal zurück. Definitiv. Ich will mich da noch ein bisschen umgucken. Da ist schon wieder so ein Banshee-Fliege-Dingsbums. Ich glaube, den holen wir nochmal vom Himmel, oder? Irgendwie treffe ich nicht. Irgendwie treffe ich nicht! Was? Oh, ich hab schon wieder Columbus abgeschossen. Sorry, Columbus, sorry. Oh, mach die Damage. Ich bin übel langsam. Oh, ich hab sie. Boah, die hat mich fast gekillt. Oh, irgendwie war alles auf einmal so mega rangezoomt. Diese Banshees sind, wenn sie einmal an dich rankommen, gar nicht mal so ohne. Sie schwächen und verlangsamen einen, während sie um dich herumkreisen. Wir hatten hier extrem Glück, dass keine Zombie-Horde in der Nähe war. Apropos Zombie-Horde. Freunde, ihr steht zwischen mir und meiner Heimat, ne? Ich hoffe, das wisst ihr. Weg mit euch. Ich will nach Hause. Hilfe. Diese scheiß Zombies überall, ne? Lass mich einfach rein. Hör zu. Rein. Oh. Wir sind in unserer Festung. Ich kann es kaum glauben. Was ein Trip. Ich hau mich aufs Ohr. Scheiß auf alles. Oh boy. Ausgeschlafen und mit frisch sortiertem Inventar habe ich mich auf ins Baumhaus gemacht, um eine unfassbar wichtige Sache mal anzugehen. Folgender Kommentar trifft den Nagel eigentlich schon auf den Kopf. Da wir alle unsere Ressourcen derzeit selber noch brauchen, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal nur ein Buch an mich selber zu verfassen, damit wir, falls auch unser Boy hier seine Erinnerung verlieren sollte, nicht komplett von vorne anfangen müssen und wissenstechnisch up to date sind. Zumindest so der Plan. Okay, wie schreibe ich denn sowas? Moin. Oh boy. So, also, ich habe jetzt geschrieben, moin, pass mal auf, du bist ich. Du hast es nur vergessen. Wir müssen das Labor finden und ein Heilmittel gegen dieses Vergessen erforschen. Eventuell gibt es das Heilmittel bereits, habe das Labor noch nicht gefunden.
Schau dir auch noch die anderen Bücher an, saug alle Infos auf, ne? Ich glaube, dass hier die andere Zeitlinie vor mir an Gott geglaubt hat, weiß aber natürlich nicht warum und dass ich noch Hinweise auf ältere Zeitlinien gefunden habe und dass hier eigentlich eine Stadt stehen sollte, ich aber nur einen verschütteten Keller und eine alte Burg gefunden habe. Und dann habe ich ihm noch von dem Turm da hinten erzählt, den wir ja jetzt vorhin gesehen haben. Und ja, der soll im Grunde damit klarkommen, dass er es alles vergessen hat. Musste ich ja schließlich auch, nicht? Hab noch angeboten, in meiner Burg zu leben. Ich glaube, das ist ganz nett. Sich selber sollte man ja immer stets der Nächste sein. Also, ich muss ihm noch einen Titel geben, ne? Moin. Das ist mit Abstand das undramatischste Buch ever. Egal, jeder Zeitlinie das seine. Gut, dann... Ja, das gesamte Wissen, deine Botschaft an dich selber, lagerst du in einem Baumhaus, welches nicht mal ein richtiges Dach hat? Oh, Lee, du bist echt unmöglich zu unterschätzen. Ich würde tatsächlich ganz gerne zwei Sachen angehen. Entweder hier die Brücke endlich mal fertig bauen, weil das Schwimmen da drüber, das kostet mich immer wertvolle Sekunden. Das kann so nicht weitergehen. Und die Schmiede bauen, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ich glaube, rein von der Logik her wäre es am sinnvollsten, die Brücke zu bauen, ne? Ja, gesagt, getan. Den Brückenbau seht ihr hier nun wieder im Schnelldurchlauf. Dieses Stück Holz hier hat mich deutlich mehr Zeit gekostet, als ich jemals zugeben werde. Und ich habe vorher auch so gut wie noch nie eine Brücke gebaut. Seht mir diesen Augenschmaus hier also bitte nach und nutzt die Zeit bis zur Fertigstellung der Brücke gerne, um euch ein paar Gedanken bezüglich der in dieser Folge erhaltenen Informationen rund um die Story dieser Welt zu machen. Ich bin wie immer auf eure Kommentare gespannt. So, das war's schon. Geschwindigkeit mal 3000 und zack, dich ist der Bums fertig. Nice. So, Leute. Ich bin tatsächlich fertig. Ich warne schon mal vorab, das ist nicht die schönste. Aber das Wichtigste ist, sie funktioniert. Ich habe im gleichen Atemzug auch mal hier ein bisschen Wegiges angefangen. Und hier ist Le Brücke. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe ein Dach drüber gemacht, einfach weil ich es irgendwie ganz nett fand. Sonst ist das echt, ja, es ist nicht schön. Ich bin der Erste, der es zugibt, es ist nicht die schönste Brücke, aber sie funktioniert. Ich kann hier drüber laufen und bin tatsächlich auf der anderen Seite. Ja, was soll ich sagen? Ist halt eine Brücke, ne? Man läuft drüber und man ist auf der anderen Seite. Unfassbar. Ich weiß, was ein Konzept. Ja, gut. Okay, nach der Fertigstellung der Brücke hat es uns allerdings wieder eine Finger gejuckt, zum Turm zu latschen. Unser Inventar war leer und der Boy gierig nach Loot. Ja, ich glaube, ich lasse dich hier. Ich glaube, ich lasse dich tatsächlich hier. A, kannst du dann auf die Burg aufpassen und B, wollte ich sowieso nicht großartig kämpfen. Und C, bist du sowieso keine Hilfe bei den Kämpfen. Und D, ich muss mir da keine Gedanken machen, wo, wie, wann Columbus denn ist. Also, ich kann einfach hingehen, ein bisschen looten und wieder zurückgehen und weiß, Columbus wartet hier auf mich. Und so stiefelte er wieder los in Richtung des Turmes. Hoffen wir mal, dass der Wächter ihn nicht findet. Ich hatte gehofft, dass der Lump hier nicht so schnell zurück zum Turm will, aber... Naja, dann zeige ich euch mal, wie dieses Loch im Boden zustande gekommen ist. Ich glaube, ich bin ihm entkommen. Und alles nur wegen diesen Notizbüchern. Dieses Vollidiot. Hätte er nicht wie alle anderen Bibliothek lagern können. Einige habe ich gefunden. Weiß aber natürlich, da draußen sind. Ich bin mir sicher, dass noch eins in der Festung liegt, wo dieser Samut kam. Ich bin eigentlich nicht auf einen Kampf vorbereitet. Nun fehlt mir die Zeit. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich anzulegen. Eine wartet darauf, erschaffen zu werden. Und eine Alte wartet auf ihr. Soll der Mutant die Länder hier verteidigen? Mir ist es recht so.